Hey, was machst du heute Abend? Ciao. Es ist unter der Woche, also nichts. Cool, also mein College-Kumpel Todd ist in der Stadt und du kannst mit uns was trinken. Du hast mich missverstanden. Nichts tun ist meine Beschäftigung. Mein Kalender ist diese Woche jeden Abend völlig leer und das ist das Einzige, was mich durch den Tag bringt. Und jetzt fahre ich nach Hause zu meiner Katze. Jake, ich werde dir jetzt was sagen und ich will nicht, dass du ausrastest. Wir fahren nun zu dieser Bar. Matt, nein! Es ist zu deinem Besten. Du musst mehr Spaß haben im Leben. Nichts, was du sagst, wird mich aufhalten. Außerdem habe ich vorhin dein Handy geklaut und gib's dir erst wieder am Ende des Abends zurück. Matt, dies ist eine Fahrgemeinschaft, also ein heiliges Bündnis, das durch unsere Rechtsordnung geschützt ist. Wir sind gleich bei meiner Straße. Wenn du nicht abbiegst, ist das Kidnapping und du landest im Knast. Okay, Matt. Du willst Spielchen spielen? Ich spiel gern Spielchen. Du überschätzt meinen Lebenswillen total. Ich greif dir ins Lenkrad und töte uns beide. Ganz einfach. Die Cops werden unsere kalten Leichen irgendwo im Graben finden. Matt, deine Eltern werden super traurig sein. Matt, rechts abbiegen! Matt, rechts abbiegen! Sofort! Matt, rechts abbiegen! Rechts abbiegen! Matt, 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 Matt! Verdammt, früher hattest du mehr Angst vor mir. Das ist typisch, Todd, sich so zu verspäten. Ich habe schon lebenslange Freundschaften beendet, weil jemand 5 Minuten zu spät war. Menschen, die ich liebte, Blutsverwandte habe ich aufgegeben, kein Wort mehr mit ihnen gewechselt. 40 Minuten Verspätung ohne Nachricht, die Person bringe ich um. Jake, du wirst Todd lieben, okay? Wir haben so viele verrückte Sachen am College gemacht. Wir haben uns besoffen und Dinge aus unserem Wohnheimfenster geworfen. Wasserballons, Lehrbücher, Zeug, das echt wichtig war. Einmal hätte Todd fast eine Katze aus dem Fenster geworfen und ich so, Todd nicht! Aber er hätte es fast getan, das war so witzig. Die Bücher hätten wir später echt gebrauchen können. Man sollte nie alte Kumpels von einem Freund treffen. Die sind wie eine Zeitkapsel schlechter Eigenschaften. Jake, sei nicht immer so griesgrämig. Am Ende deines Lebens wirst du zurückblicken und dir wünschen, du hättest mehr Spaß gehabt. Am Ende meines Lebens bin ich tot. Siehst du, die amüsieren sich. Die sind jung und dumm, deswegen denken sie, dass das Spaß ist. Die haben keine Ahnung, dass sie es eigentlich total ätzend finden. Fast schon tragisch. Jetzt gib mir mein Handy zurück. Ich hab's nicht bei mir und du wirst es nie finden. Fatty Matty, mein alter Kumpel. T-O-Double-D. Oh Mann, wie geht's dir, Alter? Junge, krasser Abend bisher. Was ist denn das für ein Schnösel? Oh, tja. Was ist denn das für ein Autovermietungsangestellter? Bis heute nimm dein Boss mit in die Kneipe-Tag oder sowas? Ja, ich bin sein Boss und wegen dir wurde er gerade gefeuert. Ja, alles klar, Jake, das ist Todd. Todd, Jake, ihr seid beide meine Kumpel und jetzt seid ihr auch verkuppelt. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Handschlag. Ich hoffe, Ihre Finanzen sind auch Business. Ich mache nur Spaß, Alter. Jeder Freund vom Fetten hier ist auch ein Freund von mir. Alles klar. Ich besorge uns dann mal eine Runde kurze. Matt, ich lasse das bei dir aufschreiben, okay? Ich benutze keine Kreditkarten mehr wegen der Banken. Ja, kein Problem. Cool. Jungs, lasst uns auf diesen Moment trinken. Auf das Jetzt. Die Vergangenheit? Scheiß drauf. Die Zukunft? Okay, vielleicht. Aber die Gegenwart? Ja, bitte. Amen. Cheers. Autsch. Oh Mann, voll nass der Tisch. Okay, also Todd, was treibst du eigentlich so? Ist ja schon ewig her. Shit, Leute, ich bin gereist. Oh. Ich war in Paris und hab so viel Ecstasy geschluckt. Schnitt auf mich auf einem Fjord in Norwegen. Aber sowas von zugedröhnt. Viel weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich auf Pille bin. Dann verbrachte ich Friendsgiving in Zermatt mit Beck. Mikrodosiert auf einer Rodelbahn, Leute. Ich in Guadalajara, die Erben des Guacamole-Imperiums und ich hatten so richtig Spaß. Ach. Jungs, ihr habt die Miden erst wirklich erlebt. Und wenn ich Miden sage, meine ich die Pyramiden. Wenn ihr dabei auf Ritalin wart. Wenn man Peyote und Mimosen mischt, hat man plötzlich so nah. Wie eine Fledermaus oder ein Delfin. Dann habe ich Ayahuasca in Sokol probiert und meine Schamanin vollgekotzt. Oh. Sie war echt angepisst, aber jetzt ist alles cool. Übrigens, Fatty, falls du jemals eine Schamanin brauchst, gebe ich dir sofort ihre Nummer. Oh ja, super, die nehme ich gern. Was treibst du überhaupt so? Als wir uns zuletzt sahen, hast du gerade eine Familienpizza verdrückt und jetzt arbeitest du in einem Spießerkonzern? Ja, ist echt scheiße, aber ist eigentlich ziemlich cool. Meine Chefs sind super gechillt, ich kann machen, was ich will. Außerdem, wenn ich lang genug dabei bleibe, steige ich auf und kann den Laden von innen aufmischen. Ja, Matt ist kurz davor, so eine Art Business-Terrorist zu werden. Übrigens, Todd, wie verdienst du dein Geld? Ich häng gerade so ein bisschen in der Luft, wenn ihr versteht. Mein letzter Chef hat mich gefeuert. Er hatte mich total auf dem Kieker, weil seine Frau in mich verliebt war oder so. Ist doch nicht meine Schuld, oder? Die war echt heiß, wir haben gevögelt. Ich meine offiziell nicht, aber irgendwie doch. Ihr wisst, was ich meine. Hey, wie läuft's denn so? Oh mein Gott!
Gott, hier laufen echt ein paar krasse Göttinnen rum heute Abend, Leute. Du solltest sie anquatschen gehen. Ich bin ein Kojote. Ich hasse ihn über alles. Du bist nur neidisch, weil er noch Spaß am Leben hat. Du könntest viel lernen von Todd. Todd ist ein Gammler und Drogendealer. Geht kein Quatsch. Gerade verkauft er Pillen an die Frau da. Ist ja gut, du Drogenbulle. Deine Persönlichkeit ist wieder auf dem Stand deiner College-Zeit. Was ist so schlecht daran? College ist die beste Zeit des Lebens. Bock auf Kiffen? Scheiße, ja. Herrgott, Matt. Wir sollten zusammenarbeiten, was Geiles machen. Das fände ich abgefahren, Mann. An was denkst du? Kunst, vielleicht eine App. Oh, Alter, eine Kunst-App. Oh, ich wollte schon immer ein Plattenlabel aufmachen. Ach ja? Alter, zieh dir das rein. Ein Strafzettel. Erinnerst du dich noch an früher, ja, was wir damit gemacht haben? Erinnerst du dich noch? Mr. Handschlagman, zieh dir das mal rein. Einfach mal getauscht. Fick das System! Fick das System! Ich wette, sein Vater ist Staatsanwalt. Wo wusstest du das? Ich bin Todd! Todd! Du Psycho! I could tell the minute that I saw him. He was nothing but the trouble-making kind. His hair was much too long, and his motley group of friends had nothing but rebellion on their minds. He's rejected the establishment completely, and I know for sure he's never had a job. He just goes from place to place, stirring up the young folk till they're nothing but a disrespectful mob. Hey Mann, ich bin morgen noch in der Stadt wegen dieser voll krassen Band Honey Scratch. Bin sowas wie ein guter Freund der Band. Wenn du mir das Ticket zahlst, krieg ich dich umsonst rein. Cool, ja, das finde ich toll. Mr. Handschlagman, kommst du auch? Nein, du wirst mich nie wiedersehen. Ich liebe diesen Kerl. Zum Brüllen. Na gut, wir sehen uns morgen Abend, fetter Matthew, okay? Peace out. Oh, ich glaube, ich bin zu besoffen, um zu fahren. Wirklich? Das ist ja verrückt. Du hast dich doch bloß 4 Stunden lang volllaufen lassen. Konzert heute Abend kannst du knicken. Was? Ich sagte, das Konzert heute Abend kannst du knicken. Ich gehe da auf jeden Fall hin. Ich muss nur viel trinken, Koffein nachschieben und die Kopfschmerzen aussitzen. Im College habe ich so jeden Kater klein gekriegt. Das ist schon lange her. Sobald man 30 ist, bleibt so ein Kater im Schnitt 83 Stunden. Oh, Alter! Was soll denn der Scheiß? Das ist Honey Scratch, die Band, zu der du heute noch gehst. Aber wenn es dir nicht gefällt, dann mach ich's einfach aus. Oh, nein, 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 nein. So langsam komme ich rein, ja. Ja. Okay. Ist definitiv cool. Krasse Soundcollagen. Jetzt verstehe ich auch, was die von Pitchfork meinten, als sie das über sie geschrieben haben. Oh, da ist die Hook. Warte mal, warte, ist das die Hook? Nein, 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 halt, halt, halt. Jetzt geht's los, das ist die Hook. Du kannst doch einfach zugeben, dass es scheiße ist. Ich würde zugeben, dass es scheiße ist, wenn es scheiße wäre, aber das ist es nicht. Sie sind live bestimmt sowieso viel besser. Ja. Ich liebe Live-Musik. Ich werde ab jetzt öfter auf Konzerte gehen. Ein Konzert im Monat. Nein, ein Konzert in der Woche. Vielleicht sogar... Klingt echt fett, Alter. Hey Grace, schon mal was von Honey Scratch gehört? Ist das eine Geschlechtskrankheit? Wenn ja, dann ja. Nein, 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 das ist so eine richtig gute Noise-Rock-Band, die ich mir heute reinziehe. Matt hat sich abgeschossen gestern und denkt dennoch, dass er heute Abend ausgeht. Oh Matt, du naives kleines Ding, du. Dass Konzerte Spaß machen, ist eine der größten Lügen, die amerikanische Medien verbreiten. Ihr seid doch verrückt, Leute. Wir sind noch jung. Wir sollten raus und was unternehmen. Sag das den Motten in meiner Unterwäsche. Okay, wie sehen denn eure Pläne so aus, wenn ihr nicht vorhabt, rauszugehen und euer Leben zu genießen?
Ich tue, was ich jeden Abend mache. Mich schön einmummeln, Kekse essen und einen historischen Roman lesen. Ich werde masturbieren. Oh ja, ich auch. Ihr beide klingt depressiv. Ja, wir sind Erwachsene. Das Leben voll auszukosten wäre echt dumm. Das wäre wie ein Nebenjob, für den man die ganze Kohle aus dem Hauptjob verschleudert. Erinnerst du dich noch an die Freude, die du verspürt hast, als du dich entschieden hast, das Leben nicht mehr voll auskosten zu wollen? Der beste Moment meines Lebens. 17. Oktober 2010. Ich war bei irgendeiner Kunstvernissage umgeben von einem Haufen linksliberaler Faschisten. Ich hatte keine Ahnung, was das Performance-Artstück bedeuten sollte. Ich wusste nur, dass es scheiße war. Und plötzlich wurde es mir klar. Ich konnte einfach aufgeben. Nach Hause gehen. Frei sein. Und ich hab's nie bereut. Tja, 13. August 2014. Ich war gerade am Tanzen auf einer Wiese bei einem Musikfestival. Umgeben von Frauen, die es cool fanden, Kleidung fremder Kulturen zu tragen. Ich hatte zu viel von einem Hashbrownie gegessen und irgend so ein besoffener Fettsack fing an, mich anzutanzen. Und plötzlich wurde es mir klar. Ich wäre jetzt viel lieber zu Hause. Ganz allein. Lebensverändernd. Ihr seid echt lahm. Lahm, aber weise. Matt, gib einfach endlich auf. Du hast keine Ahnung, wie schön das ist. Nein, ich bin nicht wie ihr, verstanden? Ich bin jung und voller Leben. Honey Scratch Konzert im Gagelhaus. $45 Parkgebühr? Nein. Oh, 100% Regenwahrscheinlichkeit. Nein! Fahrzeit 2 Stunden und 8 Minuten? Oh, hey Matt, was machst du heute Abend so? Ich gehe zum Konzert von Honey Scratch. Echt wahr? Da bin ich auch. Die finde ich mega. Echt jetzt? Also mein Kumpel Todd kennt die Jungs unheimlich gut. Deshalb kriegen wir auch die VIP-Behandlung. Nicht schlecht. Ich komme aber erst später nach. Denn nach der Arbeit habe ich noch ein Yoga-Workout, dann Musterverkauf, 3 Kunstvernissagen, Abendessen in so einem neuen Pop-Up. Die Geburtstagsparty einer Quasi-Freundin, dann geht's mit einer richtigen Freundin in diese neue Innenbar, dann zu Honey Scratch. Wow. Woher nimmst du die Energie für all das? Ich bin 24. Du musst mir mal Bescheid sagen, wenn du nach der Arbeit unterwegs bist. Ich bin auch viel unterwegs, im Grunde andauernd. Das wusste ich gar nicht, dass du so viel unterwegs bist. Ja, und wie ich das bin. Krass. Also, wann kommst du zum Konzert? Weiß noch nicht genau. Es gibt zwar eine Vorband, aber Honey Scratch wird Gott sei Dank ziemlich früh auftreten. Gut. Wie viel Uhr? So circa 1 Uhr nachts. Cool. Das klingt gut für mich. 18.02 Uhr. Noch 6 Stunden und 58 Minuten bis zum Auftritt von Honey Scratch. Irgendwelche Pläne für heute Abend? Ja, ich gehe auf so ein Konzert. Oh, ein Konzert. Ja, aber die Band, die ich sehen will, spielt erst nach Mitternacht. Also fahre ich vorher noch mal kurz nach Hause. Folgendes wird passieren. Du gehst nicht auf dieses Konzert. Sobald du die Schwelle zu deiner Wohnung überschritten hast, war's das. Ist mir auch schon öfter passiert. Ich bin auf eine Gala eingeladen und ich sage mir, ich fahre nur schnell nach Hause, um mich zu duschen, und ehe ich mich versehe, gammle ich schon in meinem Bademantel herum, esse Maischips und gucke die neueste Folge von Society Tomorrow. Kennst du schon die neueste Staffel? Ist ziemlich gut. Ich hab sie schon durch. Oh, ja, werde ich mir auch angucken. Und ob du das tun wirst? Heute Abend, während du nicht auf dem Konzert bist. Hey, Mom. Nö, ich wollte einfach nur mal quatschen. Alles okay. Was macht der Garten so? Und ob es mich interessiert, was der Garten so macht, Mom? Pebbles und ich sind glücklich wie nie.
Wieso sagst du, dass ich nicht zu dem Konzert gehe, Mom? Denn ich werde hingehen. Gott, verdammt! Bisher bei Society Tomorrow. Der Präsident wurde gehackt. Die Technologie ist schlecht. Um zu überleben, müssen wir uns den Nihilisten anschließen. Wir hassen es, umarmt zu werden. Ich habe eine Affäre, doch das scheint niemanden zu interessieren. Du hast den Nihilisten erschossen. Er ist tot. Ich war der Nihilist. Oh, ich kann es immer noch schaffen. Sterben, denn du vertrittst eine organisierte Religion. Jetzt lass mich rein. Ich schließe den Ohr, Jetzt hey, ich glaube, ich stehe auf der Gästeliste. Matt Engelbertson. Nope. Vielleicht unter Fatty Matty? Nee. Gut, kennst du Todd? Er ist befreundet mit der Band. Wir sind alle mit der Band befreundet. Oh. Fatty Matty! Ich habe deine Tickets gleich hier. Und jetzt geht's backstage. Oh. T-O-Double-D! Alles klar, Leute, das ist Fatty Matty, der College-Kumpel, von dem ich erzählt habe. Was geht, Matt? Todd hat uns erzählt, wie viel Scheiß ihr früher zusammengebaut habt. Zum Todlachen, Alter. Ja, wir waren schon krass drauf. Jungs, ich liebe eure Musik. So viele Hooks. Woher kennt ihr eigentlich Todd? Er ist unser Drogendealer. Whoopsie. Todd sagt, du hast so einen spießigen Bürojob, aber bist trotzdem unter der Woche hergekommen. Das wissen wir echt zu schätzen. Du bist cool. Ja, ich meine, ich bin schon ziemlich müde und so, aber Live-Musik zu unterstützen ist mir echt wichtig. Hey, Matt, ganz kurz. Kannst du mir einen Gefallen tun? Könntest du Jakes Katze aus dem Fenster werfen? Wartet, was macht Pebbles denn hier? Ganz genau. Sie sollte nicht hier sein. Das ist unhöflich. Also musst du sie aus dem Fenster werfen. Ansonsten können wir unsere Musik nicht spielen. Tu es, Matt. Wirf Pebbles aus dem Fenster, los! Oder bist du zu müde? Ja, bist du zu müde? Nein, ich bin nicht zu müde. Cool. Wenn du Live-Musik wirklich unterstützt, wirfst du Pebbles aus dem Fenster. Tut mir leid, Pebbles. Die sozialen Medien haben meine Familie zerstört. Ich kann nicht aufhören, sie zu benutzen. Gott verdammt. 23.57 Uhr. Noch eine Stunde und drei Minuten bis zum Auftritt von Honey Scratch. Hallöchen, Fatty Matty. Es ist noch eine Packung Eiscreme im Gefrierschrank. Los, zieh mich schon an, dann machen wir es uns kuschelig. Halt die Klappe, Koala-Pyjama! Just give up.